In diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen zu einerseits den einzelnen Bereichen Erziehung, Staat und Menschenbild und andererseits auch den Zusammenhängen zwischen diesen Themen besprochen. Vorstellungen in den Bereichen Erziehung und Staat setzen konkrete Ansichten hinsichtlich der Natur der Menschen voraus. Unter der Natur des Menschen versteht man Auffassungen darüber, was typisch für das menschliche Erleben und Verhalten ist. Nur wenn man sich beispielsweise mit den tatsächlichen menschlichen Bedürfnissen, Möglichkeiten und Grenzen auseinandersetzt, wird eine Umsetzung von Erziehung und Staatsvorstellungen den einzelnen Individuen gerecht werden können. Zu der Frage, welche der diesbezüglichen Ansichten als zutreffend zu erachten sind, gibt es bis heute unterschiedliche Auffassungen. In diesem Video wird eine kleine Auswahl der Theorien besprochen werden. Wenn man davon ausgeht, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, die personale Disposition, also die Persönlichkeit, die Neigungen, durch beispielsweise Erziehung zu verändern, wird dies als sogenannter pädagogischer Optimismus bezeichnet. Pädagogischer Pessimismus steht für die Vorstellung, dass es eine geringe bis keine Möglichkeit gibt, die personale Disposition der Menschen zu verändern. Die sogenannten Nativisten betonen den überaus großen Einfluss der Anlagen wie der Gene auf das menschliche Erleben und Verhalten. Einige Denkerinnen und Denker gehen so weit, den Menschen als genetisch fixierte Überlebensmaschine zu bezeichnen. Milieutheoretiker vertreten dagegen die Ansicht, dass die Situation und damit unter anderem auch die Entwicklungsbedingungen einen entscheidenden Einfluss auf die personale Disposition eines Individuums haben. Heutige Erziehungsvorstellungen gehen überwiegend davon aus, dass sowohl der einzelne Mensch als auch dessen Umfeld durch ihre jeweilige Motivation und Erwartungshaltung einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen haben. Theorien zur adäquaten Gestaltung von Erziehung und dem Zusammenleben der Menschen sind letztlich immer auch mit bestimmten Zielvorstellungen verbunden. Derartige Ziele sind abhängig vom jeweiligen Zeitalter und es verändern sich dadurch unter anderem auch politische Einstellungen, gesamte Gesellschaften und somit das Umfeld, in dem die Menschen leben. So gab es beispielsweise in der Zeit des Nationalsozialismus von Seiten der politischen Machthaberinnen und Machthaber bestimmte Erwartungshaltungen an Eltern und deren Erziehungstätigkeit. In jedem Zeitalter wird es wahrscheinlich von Bedeutung für die Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes sein, ob dieses in einer sogenannten bildungsfernen oder bildungsnahen Umgebung aufwächst. Die folgende Formulierung von Immanuel Kant steht für eine seit dem Zeitalter der Aufklärung besonders bekannte Zielsetzung, nämlich die Selbstbefreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Der Begriff Mündigkeit steht hier dafür, dass Menschen selbstständig handlungsfähig sein sollten und sich deshalb insbesondere eigene begründbare Ansichten erarbeiten sollten. Man spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten Selbstdenken. Im Gegensatz dazu ist die Unmündigkeit eines Individuums dann selbst verschuldet, wenn dieses nur einen zu geringen Willen zur Mündigkeit und keine ausreichende Eigeninitiative besitzt. Fremdverschuldet ist eine Unmündigkeit beispielsweise dann, wenn politische Systeme wie Diktaturen versuchen, Möglichkeiten einer freien Meinungsäußerung zu unterbinden. Der griechische Philosoph Platon, er lebte etwa 428 bis 348 vor Christus, entwickelt umfassende Vorstellungen zur Gestaltung der Erziehung und von Staatswesen. Besonders bekannt im Zusammenhang mit seiner Biografie ist unter anderem, dass der berühmte Sokrates sein Lehrer ist und er umfangreiche Reisen unternahm. Platon geht mit seiner Lehrtätigkeit so weit, dass er sogar eine eigene Schule gründet, die bekannte Platonische Akademie. Laut der Anthropologie Platons besteht der Mensch einerseits aus dem Leib und andererseits aus der Seele. Die Seele besteht seiner Ansicht nach aus den drei Seelenteilen Vernunft, Mut und Begierde.
Diese drei Seelenteile bestimmen das Erleben und Verhalten der Menschen. Ein vernünftiges Leben besteht darin, mit Hilfe der Vernunft die eigenen Begierden und den Mut im richtigen Ausmaß im Leben zu verwirklichen. Platon glaubt an die Wiedergeburt der unsterblichen Seele der Menschen und damit auch an eine Seelenwanderung, die sich im Kreislauf vollzieht. Die Seele gelangt ursprünglich aus dem sogenannten Ideenreich durch die Geburt bzw. Wiedergeburt in das irdische Dasein. Wenn sich der Mensch mit seiner Seele vernünftig verhält, wird der Kreislauf der Wiedergeburten beendet und die Seele kann in das Ideenreich zurückkehren. Wenn der Seelenteil der Begierde den Menschen zu stark beeinflusst, bleibt der Mensch laut Platon weiterhin in seinem Gefängnis des leiblich-sinnlichen gefangen. Wenn der Mensch nicht vernünftig gelebt hat, wird er wiedergeboren und bekommt ein neues Lebenslos zugewiesen. Das eigentliche Ziel der Seelenwanderung besteht dementsprechend laut Platon in der Rückkehr ins Ideenreich. Die dafür notwendige Voraussetzung stellt ein Leben in vernünftiger Art und Weise dar und wird ermöglicht durch die sogenannte Anamnesis. Unter der Anamnesis versteht man die Wiedererinnerung der Ideen, die man im Ideenreich einst erkannt hat. Diese Ideen sind unvergängliche und unveränderbare Vorstellungen zu allem, was in der Wirklichkeit tatsächlich existiert, wie beispielsweise Gegenstände, mathematische Gesetze, Vorstellungen, wie etwa die Gerechtigkeit. Ein vernünftiges Leben ist nur durch den tugendhaften Umgang mit den eigenen drei Seelenteilen möglich. In diesem Sinne wird jeweils eine Tugend einem Seelenteil zugeordnet. Die Tugend der Weisheit wird dem Seelenteil der Vernunft zugeordnet. Die Tugend der Standhaftigkeit dem Seelenteil des Mutes. Die Tugend der Mäßigung dem Seelenteil der Begierde. Die Tugend der Gerechtigkeit hilft dem Menschen, das richtige Ausmaß für das Verhältnis zwischen den anderen drei Tugenden und den jeweiligen Seelenteilen zu finden. Platon beschäftigt sich ebenfalls mit dem politischen Zusammenleben der Menschen und entwirft in diesem Zusammenhang das Modell eines Idealstaates der Zukunft. Es handelt sich dabei um eine Utopie, also keine Beschreibung eines tatsächlich vorhandenen Staates. Platon geht davon aus, dass Staaten deshalb gegründet werden, da dadurch die Schwächen einzelner Menschen ausgeglichen werden können und Formen der Arbeitsteilung ermöglicht werden. Der platonische Staat sieht die Einrichtung von drei sogenannten Ständen vor. Der Leerstand. Die Philosophenherrscher, die zu diesem Leerstand gehören, haben unter anderem die Aufgabe, den Staat und damit auch die anderen Stände zu leiten. Wehrstand. Die Krieger, die diesem Wehrstand zugeordnet werden, haben unter anderem die Aufgabe, den Bestand des Staates nach innen und außen zu verteidigen. Der Nährstand besteht aus Bauern, Handwerkern und Gewerbetreibenden. Diese haben unter anderem die Aufgabe, die Gemeinschaft mit den benötigten Gütern zu versorgen. Im platonischen Staat gibt es keinen Privatbesitz. Den Freunden ist alles gemeinsam, heißt es in diesem Text von Platon. So sieht Platon zwar weiterhin die Notwendigkeit, nicht auf die Sklaverei verzichten zu können, aber die Sklaven sollen allen freien Menschen gehören. Aus Sicht von Platon dürfen nur Barbaren, also nicht Griechen, versklavt werden. Der platonische Staat sieht vor, dass der Leerstand und der Wehrstand kein Familienleben führen dürfen, da dadurch mögliche Konflikte, zum Beispiel hinsichtlich der Bevorzugung eigener Kinder, vermieden werden sollen. Es ist ausschließlich dem Leerstand vorbehalten, ein Familienleben zu führen. Die Nachwuchsplanung soll nach den Grundsätzen der Eugenik erfolgen. Zu diesen Grundsätzen gehört unter anderem eine gezielte Zuchtwahl, um das Erbgut der Nachfahren optimieren zu können. Es ist nicht vorgesehen, dass sich die Kinder und ihre Eltern gegenseitig kennen. Damit soll vermieden werden, dass die Eltern ihre eigenen Kinder bevorzugen. Platon betrachtet eine gelungene Erziehung als Grundlage des gesamten Staatswesens. Ein Ziel der Erziehung ist im platonischen Staat unter anderem die bestmögliche Ausbildung aller Mitglieder der Gesellschaft. Dies bedeutet, dass die Menschen
ihren tatsächlichen Fähigkeiten nach den Ständen zugeordnet werden und nicht aufgrund der Abstammung aus bestimmten Familien. Im Rahmen der Erziehung ist keine Trennung der Mädchen und Jungen vorgesehen, da deren Tüchtigkeit und Eignung unabhängig von deren Geschlecht gesehen wird. Unabhängig von seiner Utopie beschreibt Platon die politische Entwicklung der Staatswesen als Verfassungskreislauf. Platon geht davon aus, dass sich keine Art der Verfassung dauerhaft in einer Gesellschaft halten kann, da die immer wieder zunehmende Unzufriedenheit schließlich zu einem Umsturz führt. Platon erwähnt in diesem Zusammenhang unter anderem 6 verschiedene Formen einer Verfassung, so die Demokratie. Demokratie als die Herrschaft aller Menschen wird von Platon überaus negativ beurteilt, da er unter anderem der Urteilsfähigkeit der meisten Menschen zutiefst misstraut und diese als leicht verführbar einschätzt. Als nächste Verfassung nimmt er die Anarchie an. Das ist der Zustand der Herrschaftslosigkeit. Und die Anarchie führt zu chaotischen Zuständen und letztlich dann dem Recht des Stärkeren, bei dem jeder bereit ist, dem anderen zu schaden. Die Tyrannis. Diktatoren üben bei der Tyrannis die Alleinherrschaft in einem Staat aus. Dann gibt es die Aristokratie. Die Aristokratie ist nach Platon die geeignetste Form, denn die geeignetsten Menschen eines Volkes regieren den Staat. Diese Staatsform ist aus Sicht von Platon eben die beste Staatsform. Dann nennt Platon die Timokratie. Die Besitzenden üben in der Demokratie mit Hilfe ihres Vermögens ihre Herrschaft über das Volk aus. Dann die Oligarchie. Eine kleine Gruppe beherrscht das Volk. Dieser Gruppe geht es ausschließlich um die Durchsetzung ihrer eigenen Interessen und nicht darum, der Gemeinschaft helfen zu können. Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau lebte 1712 bis 1778. Mit dem Lebensmittelpunkt in der Schweiz und in Frankreich, beschäftigt sich ebenfalls mit der Beurteilung und der Erarbeitung von politischen Entwicklungen und von Erziehungsvorstellungen. Rousseau beschreibt den Ausgangspunkt der historischen Entwicklung als einen Naturzustand. Die natürliche Ordnung zeichnet sich in diesem Zustand dadurch aus, dass das Mitleid mit anderen Menschen und das Selbstmitleid bei den Individuen in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Durch die Entstehung von Eigentum und Arbeitsteilung kommt es in der Folge unter anderem zu gesellschaftlichen Unterschieden zwischen den Menschen. Diese gesellschaftlichen Unterschiede werden im Laufe der Zeit vergrößert durch die zunehmende Selbstsucht der Menschen und die Einführung von Gesetzen, die bestimmte gesellschaftliche Gruppen bevorzugen. Jean-Jacques Rousseau beurteilt seine eigene Gesellschaft als unfrei, da diese unter anderem durch die vorherrschende Kultur in Form von beispielsweise künstlichen bzw. unehrlichen Sitten und Manieren die Menschen aus seiner Sicht negativ beeinflusst. Diese Umstände führen zu einer Entzweiung des Menschen mit sich selbst. Der Mensch lebt nicht mehr gemäß seiner eigenen Natur. Rousseau äußert sich über Erziehungsvorstellungen unter anderem in seinem bekannten Buch mit dem Titel Emile. Sein erzieherisches Ideal stellt die Freiheit und sein Ziel die sogenannte Herzensbildung dar. Um dieses Ideal und sein Ziel verwirklichen zu können, schlägt er eine Reihe von erzieherischen Maßnahmen vor. Kinder sollen durch ihren praktischen Umgang mit Dingen eigene Erfahrungen machen und daraus lernen können. In diesem Sinne erachtet Rousseau einen Lernstoff im üblichen Sinne als nicht empfehlenswert. Man sollte den Kindern eine natürliche Umgebung für deren Entwicklung bieten, damit diese unter anderem ihre körperliche Gesundheit erhalten können. Lehrerinnen und Lehrer sollen durch ihren Schutz bzw. Einsatz dazu beitragen, dass die Kinder nicht mit der für sie schlechten Gesellschaft in Kontakt kommen. Jugendliche sollen neben einer Schulung unter anderem in Kunst, Literatur und Religion ein Handwerk erlernen. Seine Gedanken zur Politik bzw. Staatslehre schreibt Rousseau in seinem 1762 verfassten Buch mit dem Titel Contrat Social, also der Gesellschaftsvertrag, nieder. Politische Ideale stellen für ihn einerseits Freiheit und andererseits Gleichheit
in Form von Mitbestimmung in kleinen Demokratien dar. Rousseau geht davon aus, dass die Menschen in einer Übereinkunft einen Gesellschaftsvertrag schließen, in dem sie alle Rechte und Pflichten der Individuen gegenüber der Gemeinschaft festhalten. Der Gemeinwille der Gesellschaft und der Einzelwille der Bürger soll in ein für alle Seiten befriedigendes Verhältnis gebracht werden. Der Gesellschaftsvertrag soll dementsprechend einerseits Freiheit für den einzelnen Bürger und andererseits rechtliche und wirtschaftliche Gleichheit ermöglichen. Aus Sicht von Rousseau können die Zielsetzungen und Maßnahmen des Gesellschaftsvertrags am besten in kleinen Demokratien umgesetzt werden. Durch Wahlen werden Abgeordnete bestimmt, die Gesetze beschließen, eine Regierung wählen und diese dann auch kontrollieren. Der Philosoph Immanuel Kant mit dem Lebensmittelpunkt im damals deutschen Königsberg beschäftigte sich ebenfalls mit der Beurteilung und der Erarbeitung von politischen Entwicklungen und von Erziehungsvorstellungen. Die bis 1945 zum deutschen Ostpreußen gehörende Stadt Königsberg heißt heute Kaliningrad und liegt heute in Russland. Die Befolgung des sogenannten kategorischen Imperativs stellt für Kant eine notwendige Voraussetzung für das gelungene Zusammenleben der Menschen dar. Der kategorische Imperativ lautet folgendermaßen: Handle so, als ob die Maxime, also die Zielsetzung deiner Handlung, durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz, allgemein verbindlich für alle Menschen, also werden sollte. Eine etwas verständlichere alltagssprachliche Fassung könnte lauten: Stell dir vor, jeder würde bzw. dürfte das tun, was du gerade überlegst zu machen. Das bedeutet, dass jeder Mensch bei seinem Handeln beachten sollte, allgemein verbindliche Gesetze zu befolgen. In jeder Entscheidungssituation sollte sich der Mensch überlegen, wie andere Personen an seiner Stelle handeln würden. In einer gleichen Situation sollten letztlich alle Menschen gleich handeln. Dies setzt voraus, dass es für jedes Individuum allgemein verbindliche moralische Regeln gibt und sich dadurch gegenüber allen Menschen moralische Verpflichtungen ergeben. Es muss in diesem Zusammenhang angesichts der hohen Erwartungen des kategorischen Imperativs an den Einzelnen kritisch hinterfragt werden, ob dieser tatsächlich von den Menschen umgesetzt werden kann. Kant geht davon aus, dass erst eine gelungene Erziehung es dem Individuum möglich macht, zu einem vernünftigen Menschen zu werden. Durch die Disziplinierung kann die dem Menschen angeborene Wildheit gezähmt werden. Die Kultivierung erfolgt laut Kant in Form von Unterweisung und Belehrung und dient unter anderem dem Erwerb von Wissen und Fertigkeiten. Die besonders vom jeweiligen Zeitalter abhängige Zivilisierung dient laut Kant dem Erwerb von Manieren und sogenannten Artigkeiten. Die Moralisierung dient der Entwicklung des Sinns bzw. Empfindens für die Unterscheidung von Gut und Böse. Der politische Zusammenschluss von Menschen in Form eines Staates sollte laut Kant dafür sorgen, dass sowohl Freiheit, Gleichheit als auch Friede innerhalb einer Gesellschaft und zwischen Staaten gewährleistet werden können. Kant kann sich in diesem Zusammenhang auch ein eingeschränktes Weltbürgerrecht mit dem Anspruch auf Menschenrechte, wie wir sie heute als selbstverständlich erachten, vorstellen. Notwendige Maßnahmen stellen für Kant in diesem Zusammenhang eine republikanische Verfassung und ein föderaler Staatenbund dar. Kant geht von einem Antagonismus, also einem Widerstreit-Gegensatz in der menschlichen Natur aus, der sogenannten ungeselligen Geselligkeit. Der Mensch strebt einerseits nach sozialen Kontakten und andererseits versucht er sich gegen die Anforderungen der Gemeinschaft aufzulehnen und sich von dieser zu emanzipieren. Aus dieser Grundüberzeugung heraus ist das Menschenbild von Kant unter anderem durch die Vorstellung geprägt, dass die Erziehung eine notwendige Voraussetzung dafür darstellt, dass der Mensch seiner Vernunftbegabung gerecht werden kann.